So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon aus Top 11. Neue Saison, neues Glück. Eigentlich wollte ich die Folge schon gestern machen, aber ich kam nicht dazu. Liegt einfach an der Hitze, Leute. Da macht man nicht so viel am PC. Dann ist man dann doch lieber das ein oder andere Stündchen draußen und genießt das schöne Wetter. Aber natürlich müssen wir der Geschichte treu bleiben, denn ich habe angekündigt, diese Saison möchte ich auf jeden Fall aufräumen, ein bisschen Gas geben. Aber noch muss ich warten mit den Transfers. Ihr seht, aktuell gibt es bei den Terminen nicht so viel. Heute um 16 Uhr habe ich das nächste Spiel. Das Hinspiel im Pokal habe ich schon verloren. Xomoy FC, hier seht ihr das. 3:1. Ja, Auswärtstor könnte vielleicht noch mal die Kehrtwende geben. Ansonsten schreibe ich den Pokal wohl mal eher ab dieses Jahr. Oder diese Saison. Freundschaftsspiele sind schon gelaufen, sehr schön. Da habe ich sogar gewonnen. Hey, geil. Und das habe ich verloren, das habe ich auch verloren. Alles klar. Gut, dann viel wichtiger. Wir gehen mal rein in mein Team. Hier seht ihr das. Ich wollte da eigentlich mal ein bisschen aufräumen, beziehungsweise wieder die jungen Spieler reintun, die ich so am Start habe. Und da muss ich nochmal gucken, wer hier so einer der jüngeren Akteure ist. 25 sehe ich. Ja, den Rest kann man eigentlich verkaufen, die älteren Kollegen. Aber ich würde ganz gerne noch den einen oder anderen Spieler ja, in die Mannschaft hineintun. MC hier zum Beispiel. 25, den kann man doch, Moment, anklicken. Hier, den kann man mit dem Furlong austauschen. Dann klicken wir mal auf Sichern. Und dann habe ich eigentlich bloß junge Spieler in meinen Reihen. Nun geht es danach oder daran, idealerweise noch den einen oder anderen starken Spieler zu verpflichten. Aber erst dann, wenn ich einer Liga zugeteilt bin, ist so meine Idee dahinter. 51 Token habe ich jetzt zusammengespart in der letzten Saison. Denn ich bin der Meinung, aktuell hat meine Mannschaft eine Stärke. Wo sehe ich denn das? Aber ich glaube so circa 20 oder so. Wo sehe ich meine eigene Stärke? Moment. Am besten sehe ich das immer hier. Wenn ich hier drauf gehe, ihr seht, 20,1. Und ich bin der Meinung, wenn ich jetzt mit 20,1 in die neue Saison reingehe, habe ich auch Gegner in meiner Stärke. Wenn ich dann aber anfange, Spieler zu transferieren und noch stärker werde, habe ich ja einen Vorteil idealerweise, ne, gegenüber meinen Gegnern. Das ist mein Plan. Deswegen kommen wir hier an der Stelle noch nicht so wirklich viel weiter. Aber ich gucke mal rein, was ich hier noch für Aktivitäten machen kann. Beim Verein ist nichts. Was haben wir denn noch da? Manager. Aha, Gentleman. Oh, Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. 100 Fairplay-Spiele durchgeführt. Nice, auch nicht schlecht. Und bei Finanzen können wir... Oh, einen neuen Vertrag unterschreiben. Egal was passiert, du erhältst jeden Tag einen Token. Schaue jeden Tag vorbei, um spezielle Boni zu erhalten. Ja, ich nehme wieder das, ne? Weil ich sowieso täglich einen Klicker. Wenn ich über den PC, dann zumindest über Handy, hat man immer die Chance, mal schnell da reinzugehen, die App zu öffnen, auch wenn man nichts einstellen möchte oder so. Da passt ganz gut. In Ordnung. Gut, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Stadion, wisst ihr Bescheid, liegt bei mir noch im Bauarbeiten. Warte mal kurz, bis geladen hat. Genau, das dauert, glaube ich, noch 16 Tage oder sowas. Noch 6 Tage. 16 Tage war es am Anfang. Genau, noch eine Woche knapp, dann ist das Stadion auch fertig. Sehr schön. Ansonsten, im Heimbereich, wisst ihr ja, ich bin immer schlechter geworden. Ich war schon mal auf 95 oder so, aber weil ich immer mehr Freunde natürlich hinzufüge, rutsche ich natürlich immer weiter runter, was die Rangliste angeht, wenn ich nicht langsam anfange, hier mal Gas zu geben und was zu gewinnen. Bin ich aber der Meinung, dieses Jahr wird das was. Also dieses Jahr will ich wirklich angreifen und bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich. Mal schauen, ob das funktioniert. Was ich machen kann, ist ja mal die Auswahl, die Startformation. Mal so ein bisschen trainieren, mal anfangen. Die Frage ist halt, ist mir jetzt der Pokal wichtig, das Pokalspiel? Muss ich das gewinnen? Ist das nachhaltig vom Vorteil? Ich glaube eher nicht. Ich trainiere hier ein bisschen die Jungs, ein bisschen dehnen lassen. Und ich denke, dieses Jahr kann ich hier auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler in der Quali nochmal nach oben pushen. Die sind ja auch alle relativ jung, von denen hätte man ja auch was. Ihr habt auch gesagt, man würde Sterne abbauen. Kommt das erst noch mit dem Abbau zum Start der Saison oder ist das schon durch? Weil ich irgendwie das Gefühl, dass bei mir keiner abgebaut hat. Noch nicht zumindest. So. Haben wir so ein bisschen trainieren lassen. Moment, ich nehme nochmal die zweite Formation. Die können wir mal ein Trainingsspiel machen. Da können wir auch nochmal so ein bisschen, dass wir vielleicht nochmal hier und da rotieren können, ne? Weil es gibt immer mal wieder eine gelbe oder eine rote Sperre, je nachdem. Das passt. Gut, in Ordnung. Aber jetzt zu sehr kaputt machen will ich hier nicht. Ich gucke mir einfach mal das Pokalspiel an, das heute um 16 Uhr stattfindet. Und da bin ich eigentlich froh und mutig. Also Leute, stay tuned, wenn ihr Tipps für mich habt, für den Saisonstart. Haut's mal rein. Vielleicht bin ich auch hier auf dem Holzweg, dass ich sage, dass ich erst zum Start der Saison transferiere. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich hier in Top 11. Bis dann. Ciao, ciao.